Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Das ist eine ganz, ganz ungewohnte Perspektive und Situation. Ich werde heute ein Prognosenvideo machen, ein Talk zur Bundesliga, die endlich wieder losgeht, Leute. Und diesen Talk, den wird es jetzt jede Woche bzw. vor jedem Spieltag geben, auch wenn eine englische Woche ist, dann sogar zweimal in der Woche. Also den wird es ganz, ganz oft geben. Und falls es sich dann anbietet, gibt es dann noch ein, ja, von Fan-Team gesponsertes Team of the Week Zusammenstellung vor dem Spieltag. Hier läuft das Ganze jetzt ein bisschen kurios ab. Also wir haben hier ganz, ganz verschiedene Sachen rumstehen. Hinter mir ist natürlich meine Couch, was ich mir schon die ganze Zeit überlegt habe, aber das hier ist jetzt das erste Video, das wird sich noch verbessern. Man könnte ja theoretisch hier so jemanden einladen und dann macht man einen kleinen Talk auf der Couch oder was auch immer. Also ihr könnt mir da super, super gerne Vorschläge in die Kommentare schreiben. Und apropos Kommentare, wenn ihr da unten schon mal seid, dann könnt ihr auf jeden Fall einen Daumen nach oben da lassen, das wäre mega nice. Ich werde jetzt jeweils alle Spiele des Spieltags durchgehen und einfach mal meinen Tipp abgeben. Ich bin kein Tipp-Profi oder sowas. Ich mache das einfach aus Spaß, weil es mir Spaß macht. Und ich probiere vielleicht da was Interessantes für euch. Ja, hier, ne? Ist bestimmt super, das Video. Und falls ihr dann auch mitwetten wollt, könnt ihr das gerne machen. Erster Link in der Videobeschreibung. Da kommt ihr auf die Seite von Fanteam. Und Fanteam hat jetzt auch die Bundesliga integriert. Das heißt, ihr könnt dort dann über den ersten Link in der Videobeschreibung ganz normal eure ganz normalen Wetten abschließen, wie bei was auch immer, was für Wettanbieter es halt gibt. Dazu sei aber auch noch gesagt, dass das natürlich mit Echtgeld ist und somit mit 18 erst erlaubt. Deswegen muss ich das dazu sagen, spielt bitte verantwortungsvoll. Wenn ihr das Ganze über meinen Link macht und euch da bei Fanteam registriert, kriegt ihr natürlich auch ein paar Vorteile. Und diese Vorteile wären dann zum Beispiel, dass ihr bei eurer ersten Einzahlung ein 20-Euro-Ticket oben drauf bekommt. Und falls ihr jetzt schon Kunde bei Fanteam seid, dann solltet ihr natürlich nicht unverschont bleiben, sag ich mal, sondern wenn ihr dann 100 Euro einzahlt, dann kriegt ihr nochmal ein 20-Euro-Ticket oben drauf. So, genug gequatscht, jetzt kommen meine Tipps. Ich werde in Zukunft nicht mehr so oft quatschen, aber ich muss euch das jetzt erstmal alles so ein bisschen zeigen. Ist auch neu für mich, auch mit diesem geilen Ball hier. Ja, ich würde auch am liebsten gleich rausgehen und Fußball spielen, aber ja, naja. Corona, ne? Ist geil. Und apropos Corona, das ist natürlich auch im Fußball präsent. Also die Bundesliga fängt wieder an. Ich freue mich unglaublich auf Samstag auf 15:30 Uhr, wenn es dann wieder heißt, ja, Revierderby, ganz normale Spiele. Also es wird super, super cool. Problem ist natürlich, dass jetzt eine lange Pause dazwischen war. Und ich habe gehört, dass Experten, ob man jetzt Experten immer trauen sollte, weiß ich nicht, aber ich habe gehört, dass Experten gesagt haben, dass das Spieltempo wahrscheinlich zurückgeht, weil ganz, ganz viele Spieler eben, ja, aufpassen. Also erstens natürlich sind die ganzen Spieler nicht so fit. Zweitens haben die Experten aber gesagt, dass gerade solche krassen Sprints die ganze Zeit ja, auf die Lunge natürlich anfällig sind. Und das ist natürlich in Bezug auf Corona mit der Lunge immer so eine Sache. Also ich hoffe, uns erwarten keine langweiligen Spiele. Ich habe heute auch sehr, sehr viele Tore getippt und naja, dementsprechend bin ich mal gespannt, ob wir das tatsächlich sehen. Kommen wir direkt zum ersten Spiel und schnacken nicht lang rum. Ich freue mich unglaublich drauf, das Revierderby Dortmund gegen Schalke 04. Und ja, was soll ich sagen? Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ein super spannendes Spiel. Wäre das, könnte natürlich so oder so ausgehen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass Dortmund sich den guten Start nach dieser Pause jetzt nicht versauen lässt. Und wenn sie das nicht tun, dann werden sie auf jeden Fall ein paar Tore schießen. Und ja, ich bin gespannt, wie gesagt, ne, mit Fitness und so. Ich hoffe, dass wir viele Tore sehen und ihr habt mein Ergebnis hier eingeblendet. 5:2 ist mein Tipp. Ist ein bisschen hart, also ich glaube, dass Dortmund gewinnt. Und wie gesagt, sie werden sich den Sieg nicht nehmen lassen wollen im ersten Spiel. Und sie werden es auch schaffen. Und dementsprechend habe ich ein bisschen so die Tendenz, dass sie dann wirklich von Anfang an auf Druck gehen und in der ersten Halbzeit dann schon irgendwie 3-1 führen oder sowas. Und das steigert sich dann in der zweiten Halbzeit noch ein bisschen, was echt krass wäre. Also 5-2 wäre echt krass, aber 7 Tore in einem Spiel. Also boah, ich bin schon ein bisschen, selber ein bisschen skeptisch, wenn ich meinen Tipp so anschaue. Aber ich wünsche es mir und das, es wäre einfach geil. Düsseldorf gegen Paderborn. Und naja, was soll ich eigentlich dazu sagen? Also Paderborn ist keine schlechte Mannschaft. Paderborn hat nur immer mal wieder Pech, kann man sagen. Also sie
sind nicht die beste Mannschaft sicherlich, aber sie spielen guten Fußball und sie spielen vor allem ansehnlichen Fußball, wo man echt sagt, die stellen sich nicht hinten rein wie Union Berlin oder so und dann hast du Schwierigkeiten, sondern die spielen einfach attraktiv, die probieren es zumindest attraktiv zu spielen und deswegen geht das oft in die Hose, so wie auch hier wahrscheinlich. Also Düsseldorf auch keine super Mannschaft, ich meine, die sind auf 16 gegen 18, aber naja, nichtsdestotrotz denke ich, dass Düsseldorf schon ein bisschen besser ist und ich kann mir das so gut im Kopf vorstellen, wie einfach Düsseldorf mega jubelnd in der leeren Arena rumrennt und 3-1 gewinnt. Mehr bleibt da wirklich nicht zu sagen und deswegen kommen wir direkt zum nächsten Spiel. Augsburg gegen Wolfsburg und 2-2 ist mein Tipp. Ein Unentschieden. Ja, heikle Sache, weil Augsburg eigentlich Platz 14, nicht so gut. Wolfsburg Platz 7, doch schon besser. Aber Augsburg darf man nicht unterschätzen. Wolfsburg ist so eine Mannschaft, die gewinnt echt ein paar Spiele hintereinander gut und da kommt irgendwie so ein Ausrutscher, wo du denkst so, dass die jetzt das nicht gewonnen haben, das wundert mich so ein bisschen. Und Augsburg, die sind eigentlich nie so richtig schlecht gewesen, aber bei denen reicht es halt einfach nicht. Die sind auch nicht sonderlich gut, deswegen, ich weiß es nicht, es ist ein schwieriger Tipp. Die Quoten sind auch relativ deutlich auf Wolfsburg gesetzt. Ich würde aber tatsächlich sagen, dass es hier 2-2 ausgeht, weil Augsburg, also ich, 2-1 für Wolfsburg könnte schon sein, aber ich denke dann doch, dass Augsburg irgendwie dann noch das 2-2 sich ergaunert hat und dich den Punkt mitnimmt. Es will natürlich keiner schlecht hier in diese Saison reinstarten nach dieser langen Pause, so will das auch Leipzig nicht tun, bloß denen gelingt das glaube ich nicht so gut wie Dortmund. Also Leipzig, Freiburg 3-2 mein Tipp. Also Freiburg ist keine schlechte Mannschaft. Freiburg ist auf Platz 8, die sind keine schlechte Mannschaft. Die werden sich das nicht nehmen lassen, nach dieser langen Pause jetzt gegen Leipzig direkt anzugreifen. Und dementsprechend kann es sein, dass sie den Leipzigern hier wirklich Stress machen. Und wenn die denen wirklich Stress machen sollten, dann glaube ich zwar trotzdem, dass Leipzig gewinnt, aber dass es ziemlich knapp ist. 3-2 sind wieder 5 Tore im Spiel, das ist richtig, richtig viel. Aber finde ich nice, ich freue mich drauf und bin ziemlich zuversichtlich, dass das ein knappes und spannendes Spiel wird mit gut viel Toren. 2 Samstagspiele sind es noch und das ist nämlich einmal Hoffenheim gegen Hertha BSC. 2-0 mein Tipp, was soll man dazu noch viel sagen? Also Hertha ist kacke. Ich bin wirklich jetzt hier nicht da zuständig, auch wegen dem Kalender oder so, kann ich gerne nächstes Mal weghängen und hänge irgendwas anderes hier auf. Könnte ich eigentlich ehrlich machen. Leute, wir hängen um. Nicht, dass jemand denkt hier so, ne, Bayern, ich könnte ihn auch so umhängen, aber ich habe noch was ganz Cooles. Tada! Et voilà! Ein YouTube-Play-Button für Arme, aber da, ja, ist ganz nice. Das sieht auf jeden Fall gut aus, denke ich. So, wo war ich stehen geblieben? Also Hoffenheim gegen Hertha. Also Hertha, ich will Hertha überhaupt nicht haten, aber das war so schlimm mit Klinsmann und alles drum und dran. Also ich finde da echt keine Worte für, muss man ehrlich, ganz ehrlich so sagen. Und dementsprechend habe ich auch riesige Bedenken, dass die sich noch irgendwie in dieser Saison berappeln. Also ich hoffe es wirklich für sie, dass sie den Nichtabstieg schaffen, aber es wird echt schwierig und Hoffenheim ist da einfach ein bisschen besser, auch wenn es bei denen in dieser Saison auch nicht so gut läuft. 2-0, ja, kann schon klappen. Da kommen wir direkt zum nächsten Spiel, denn das ist, finde ich, ein Brecherspiel. Frankfurt gegen Gladbach. Eintracht Frankfurt. Was soll man zu denen sagen? Also ich hole jetzt so ein bisschen frisch so ein bisschen auf, aber ich will das Video auch nicht so lang strecken. Also Frankfurt ist eine Mannschaft, die natürlich keine Glanzsaison gespielt hat. Ganz im Gegenteil. Also die Saison war echt bisher unterirdisch und eigentlich schon relativ glücklich, dass sie jetzt auf Platz 12 stehen. Vor allem mit diesem einem Spiel weniger gegen Bremen, was ja damals abgesagt wurde. Also ja, für die wird es ziemlich schwierig in dieser Saison und genau deswegen gewinnen sie gegen Gladbach, weil Gladbach ist weit oben, die denken jetzt so, wow, wir sind so gut, also sie sind auch nicht schlecht, muss man ganz ehrlich sagen, aber die denken jetzt, komm, das gewinnen wir, guter Start, genauso wie Dortmund und Leipzig und so und naja, denen gelingt es nicht ganz so. Frankfurt daheim, die sind schon stark eigentlich, also die müssen auch punkten und die werden es auch tun, auch wenn das ein sehr, sehr knappes Spiel wird, also 1-1, boah, vielleicht machen sie noch das 2-1, ich hoffe es einfach mal. Das war's mit den Samstagsspielen, jetzt gibt's noch 2 Sonntagsspiele und leider auch ein Montagsspiel, soweit ich das überblicken konnte.
Ja, das erste Sonntagsspiel, das ist Köln gegen Mainz. Ihr seht das Ergebnis hier eingeblendet, 2:1 für Köln. Schwierig. Ist schwierig einzuschätzen, weil sowohl Mainz als auch Köln jetzt keine Übermannschaften sind, aber auch beide nicht so schlecht. Bei Köln lief es halt in letzter Zeit ziemlich gut und ich hoffe auch für sie, dass sie da einfach weiter anknüpfen können und einfach weiter Gas geben. Und dementsprechend hoffe ich, dass es für einen Sieg reicht, hier gegen Mainz 2:1 gewinnen zu Hause. Ja, auch wenn sie jetzt keine Fans dabei haben, das wird schon klappen. So, Kalender ist weggehängt, aber Union Berlin gegen Bayern darf ich euch natürlich nicht verschweigen. Und ja, was soll ich sagen, 5:0 Bayern ist mein Tipp. Ja, im Hinspiel 2:0, nicht so krass. Bei den Bayern lief es ja sehr gut in letzter Zeit. Ja, jetzt die Pause, ne? Robert Lewandowski wieder fit. Ja, also es ist nicht einfach, das jetzt einzuschätzen, vor allem weil Union Berlin zu Hause extrem stark spielt, vor allem weil Union Berlin zu Hause auch Dortmund geschlagen hat, etc. etc. Liegt, finde ich, aber auch viel an den Fans, die ja wirklich hervorragend sind. Also Union Berlin Fans sind richtig krass, also die supporten die auf jeden Fall mega und dementsprechend fehlen die natürlich jetzt und Bayern ist so abgezockt in letzter Zeit. Natürlich jetzt eine Pause dazwischen, aber die werden das auf jeden Fall packen. Ob es jetzt dann so hoch ausgeht, kann ich noch nicht genau sagen. Werden wir auf jeden Fall sehen, bin ich mega gespannt drauf. Aber ich hoffe es. Und dann kommen wir zum Montagsspiel und auch zum allerletzten. Montagsspiele sind scheiße. Nur mal so zur Info, zum Mitnotieren. Aber Werder Bremen gegen Leverkusen wird hoffentlich cool. Werder Bremen, ich glaube, da geht's nach unten. Also die waren echt schon richtig schlecht. Richtig schlecht. Ich glaube, da geht's noch weiter nach unten. Also ich glaube tatsächlich, dass Bremen hier, ja, ich will jetzt nicht zu hoch gehen, ich sag mal 3:1 verliert. Aber ja, es wird schon, boah, also für die wird die Saison allgemein auch schwierig. Also die haben noch sehr viele schwere Spiele vor sich. Ich glaube, das einfachste von den ganzen Spielen ist Mainz 05 und sonst, ich glaube, noch gegen Bayern, noch gegen Gladbach, noch gegen was auch immer. Also die haben wirklich gute Gegner noch vor sich. Also für Werder Bremen wird das schwierig und das ist auch das erste Spiel, wird direkt schwierig gegen Platz 5, gegen Leverkusen. 3:1, denke ich, boah, das kann schon gut passieren, dass die auch noch höher auf die Schnauze kriegen. Also ich bin wirklich gespannt. Nichtsdestotrotz bedanke ich mich jetzt schon mal fürs Zuschauen. Das Video hier ist wahrscheinlich ein bisschen länger geworden. Die nächsten Videos werden vielleicht sogar kürzer. Vielleicht lade ich aber wie gesagt einen Gast da hinten ein und dann kann man noch ein bisschen länger quatschen. Falls euch das Ganze gefällt, unbedingt einen Daumen nach oben da lassen. Ansonsten Tipps in die Kommentare schreiben, unbedingt. Dann könnt ihr natürlich auch noch abonnieren, falls ihr neu auf meinem Kanal seid. Und was ganz wichtig ist, falls ihr mittippen wollt, könnt ihr das gerne tun. Bei Fanteam, erster Link in der Videobeschreibung, schaut morgen beim Video vorbei, da geht es dann nämlich um das Team of the Week, beziehungsweise Team of the, nicht of the Week, Team of the Week, sagt man Team of the Week, wenn es nur ein Matchday ist, ich bin doof, egal. Wir sehen es auf jeden Fall und wir schauen uns das morgen an, also schaltet unbedingt mit rein, haut rein, bis dahin und ciao.